So, und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video hier zu Train Sim World. Wir befinden uns heute im starken Regen hier, ist Unwetter angekündigt. Fahren hier das Ganze mit einem Doppelstock und hoffen natürlich, dass wir da mal irgendwann mal ankommen zu unserem Ziel, denn unser Ziel sieht heute wie folgt aus. Wir fahren heute diesen Zug nach Siegen. Willkommen am Hauptbahnhof von Hagen. Heute werden Sie diesen Zug nach Siegen fahren und an allen Unterwegsbahnhöfen halten. Steigen Sie ein und bereiten den Zug für die Abfahrt vor. Und das tun wir also. Ja, das ist er. Wie gesagt, der Hauptbahnhof von Hagen. Aktuell, ja, haben wir gerade ein paar Performance-Schwierigkeiten. Naja, kennen wir ja. Ist halt normal, ne? Wir rechnen jetzt auch nicht mehr der Jüngste. So, steigen hier mal ein, ganz gemütlich. Ich finde das so cool. So, und setzen uns mal hier auf unseren Fahrerplatz. So, stellen Sie den Bremsschlüssel auf an. So, deswegen machen wir das Ganze. So, ha. Richten Sie den Zug ein. Auf hell. Wagenbeleuchtung fahrend. Okay, hier sollen wir irgendwas anderes machen. So, das passt. Richtungswende ist vorwärts. Und hier machen wir die Hecklichter. So, drücken Sie das Befehlsmenü und machen rechts verriegeln. Nee. Was soll ich machen? Stellwerk kontaktieren? Okay. So, Fahrgäste einsteigen lassen. Warum auch immer wir jetzt kontaktieren mussten, ist doch ein rotes Signal. Da brauchen wir noch nicht groß irgendwas kontaktieren. 19.03 Uhr ist Abfahrt. Ja, das ist also diese Hagen-Siegen-Route, die wir hier kaufen können natürlich. Die kostet, glaube ich, 29,99 Euro. Das ist ein kostenpflichtiges Add-on. Solltet ihr diese Standardversion zum Beispiel gekauft haben, habt ihr nur die S-Bahn-Strecke dabei. Ja, das, also wie gesagt, ist zusätzlicher Download-Content, den ihr kaufen müsst. Und dazu könnt ihr natürlich auch die Baureihe 155 benutzen, die wir ja uns angeschaut hatten. Und das ist eine der interessanteren Aufgaben, dauert so um die 60 Minuten. Also ich hoffe, ihr habt heute Zeit mitgebracht und genießt das Ganze mit mir, denn wie gesagt, wir fahren direkt in den Strom rein. Die Aufgabe ist schon ein bisschen älter, ist Bekanntheit, ne? Aber ich finde sie eigentlich relativ cool, muss ich dazu sagen. So, jetzt bekommen wir. Jetzt haben wir Abfahrt. Und das sollte eigentlich funktionieren. Oder auch nicht, denn. Achso, müssen wir erstmal rechts verriegeln lassen. Das macht natürlich Sinn, ne? Wir starten schon mit ein bisschen Verspätung. Ist beim Regen ist ganz normal, dass es so ist. So. Und jetzt dürfen wir hoffentlich fahren. Natürlich. So, Hohenlimburg ist unser nächster Halt. Und dann ab geht die Luzi, würde ich sagen. 19.15 Uhr ist Abfahrt. Und direkt mal Scheinwischer wieder aktiviert. Können wir das bitte auf andauernd machen, das wäre natürlich himmlisch, gerade bei so einem Wetter. Aber wäre das schon angebracht? Ja. Und hier seht ihr, ne? Das regnet sich ein hier. Es müsste mal bei uns in Berlin langsam mal so regnen. Zurzeit haben wir eigentlich ein relativ cooles Wetter, muss man mal sagen. Ja, also das ganze Osterwochenende, es war ein bombastisches Wetter gewesen. Aber mittlerweile merkt die Natur, dass irgendwie der Regen fehlt. Der muss langsam mal kommen. Ja, also es
kann nicht sein, dass wir im Frühling schon Temperaturen wie im Hochsommer haben. Boah, das ist schon ein starkes Stück auf jeden Fall. Da muss man mal gucken, dass das Ganze jetzt dementsprechend denn auch, ja. Aber ich glaube, jetzt war ja Regen angekündigt gewesen, dann sollte das auch passen. So, ich hoffe mal, dass der Ton da ist hier. Das wäre nämlich ärgerlich, wenn nicht. So. Aber aktuell 19.15 Uhr ist erstmal halt. Das ist ja noch ein gutes Stück weg. So, sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja, ein paar Tonprobleme sind hier drin, weiß ich auch nicht. So, 120. Na denn, gib ihm. Jetzt will er wieder nicht, der Kollege. So, na dann hau mal hoch die Ampere hier. Nur auch ein bisschen Speed. Drück mal auf jetzt hier. Haben immer noch einen Fahrplan, den wir natürlich einhalten müssen, auch bei schlechtem Wetter. Heißt nicht automatisch, dass es regnet, dass wir hier Verspätung haben dürfen. Also, solange wir noch sehen können, läuft das alles. Und dann gehen wir das schon hin hier. Und das läuft einfach so unglaublich gut, ja. Bei schlechtem Wetter oder sowas. Und macht trotzdem noch eine relativ hübsche Figur. Ich habe mir in der letzten Folge ja schon so ein bisschen, ja, meine Meinung ja gesagt hier zu Trains in World. Und immer wenn ich hier eine Runde drehe, fällt mir das halt immer wieder auf, dass ich das jedes Mal sagen könnte. Dass ich das wirklich jedes Mal sagen könnte, dass mir das Ganze hier extrem gut gefällt hier mit Trains in World. Ich weiß, es ist halt ein Dovetail-Produkt und ich weiß halt, dass da Realismus nicht gerade höchste Priorität hat. Und ja, ich weiß auch, dass das so eher so arcade-lastig ist, dass es für die breite Masse gemacht ist. Ja, der Transom wird, man kann sich das natürlich wieder so einstellen, dass das Ganze natürlich dementsprechend halt auch ja, ein bisschen schwieriger wieder ist und alles sowas. Das kann man sich ja alles einstellen. Aber nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, ja, ich finde ihn klasse. Ich finde ihn wirklich klasse. Und dann kam ja auch, oder hatte ich ja mal die Frage gestellt gehabt, warum es halt nicht möglich ist. Zum Beispiel jetzt in einem Train-Simulator eventuell, ja, eine Straßenbahn zum Beispiel fahren zu lassen, wenn die Engine ja da ist, dass das Ganze ja, es würde ja funktionieren oder sowas. Und da kam tatsächlich eine Antwort und die fand ich eigentlich relativ sinnvoll, dass das Ganze halt schon wieder Sinn macht und erklärt halt, warum das halt so vielleicht nicht ganz hundertprozentig umsetzbar ist. Vielleicht könnte man da ein bisschen was machen oder sowas, ein bisschen was drehen. Aber so im Großen und Ganzen versteht man es. Und zwar, die ganzen Kurvenradien, ja, die sind natürlich bei einer Lok
deutlich größer als wie bei einer Straßenbahn. Ja? Wenn man jetzt hier zum Beispiel sich mal Köpenick jetzt mal so vor Augen wirft, ja? Wir biegen jetzt von der Bahnhofstraße nach links jetzt zum Beispiel jetzt in die Hürthestraße ab. Das ist ja ein relativ enger Kurvenradius, den wir da haben. Und das ist natürlich dann eine Sache, die zum Beispiel jetzt für einen Train-Simulator oder halt Train-Sim World noch gar nicht vorgesehen ist. Ne? Und die antwortet tatsächlich, akzeptiere ich sogar und sage mir, okay, ja klar, das macht Sinn. Ja? Dann muss halt Lotus weiterhin tüfteln, dass das Ganze nachher irgendwann mal rund läuft. Dass die Engine mitmacht und. Also das wünsche ich mir natürlich, dass das auch echt mal weitergeht mit Lotus. Viele haben ja sich ja irgendwie gehofft gehabt, dass da vielleicht so zu Ostern ja eine kleine Osterüberraschung kommt, so seitens Lotus. Leider wurden wir ein bisschen enttäuscht und da kam leider nichts. Schade. Sonst muss man jetzt halt mal abwarten. Ne? Also es ist halt im Allgemeinen, wenn ich das mal so festhalten kann, relativ ruhig geworden so im Lotus Forum. Ich meine, ich bin jetzt natürlich nicht in jedem Post jetzt drinne. Ich habe jetzt mir nicht tausendmal alles durchgelesen oder sowas. Also ich weiß jetzt natürlich, dass jetzt einige natürlich noch an Strecken bauen, die natürlich deutlich später released werden sollen. Ja, wenn natürlich mehr Content da ist und Co. Total akzeptabel. Ja, also. Aber so von Seiten Lotus her ist es halt relativ ruhig geworden. Muss man mal abwarten, was da jetzt dieses Jahr eventuell noch passiert. Solange werden wir jetzt uns die Vorliebe nehmen und mit Train Simulator halt beschäftigen. Ja, ab und zu mal, wenn es natürlich Neuigkeiten rund um Lotus gibt, ja, seid ihr hier bestens aufgehoben. Ja? Ich werde euch weiterhin natürlich bestens informieren, ja, was so in Lotus so aktuell passiert. Also das heißt jetzt nicht, weil wir jetzt hier so viel Omsi oder Train Simulator oder gar Anno spielen, ja, dass wir die Lust an Lotus verloren haben, sondern weil es aktuell einfach darüber noch nichts zu berichten gibt. Sollte sich das natürlich schlagartig ändern, ja, dann sind wir natürlich gleich vorne mit dabei. Auch muss ich mal gucken, ich habe schon die ersten Anfragen bekommen, ja. Wie sieht's aus? Dieses Jahr Gamescom? Ja, nein. Und hier sage ich ganz klar, dieses Jahr bin ich nicht auf der Gamescom. Ich war jetzt die letzten 3 Jahre am Stück da. Oder waren es 2 Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, war ich jetzt die letzten 2, 3 Jahre auf jeden Fall auf der Gamescom. Und ich muss sagen, die letzten beiden Male, die haben mich jetzt nicht sonderlich umgehauen. Auch, wie gesagt, dem Ice Dragon halt nicht. Also, wir waren jetzt beide jetzt nicht so zufrieden, ja, dass wir jetzt sagen können, ach, das müssen wir normal machen. Auch ist Köln jetzt nicht schuldig, möchte jetzt hier keinen zu nahe treten oder sowas. Jetzt gerade so ein Örtchen, was man sich jetzt so unbedingt mal anschauen muss. Und ist Berlin natürlich auch nicht, ja. Also, versteht mich da jetzt in dem Punkt jetzt nicht falsch. Aber ich habe mir so überlegt, weil auf eine Messe möchte ich schon gerne mal gehen. Also dieses Jahr noch gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo könnte man natürlich auf eine Messe gehen? Und habe ich jetzt, mal einfach mal aus Jux und Laune jetzt beim Gewinnspiel einfach mal mitgemacht. Und zwar bei den Simulator-Tagen. Das wäre auch mal vielleicht mal eine ganz interessante Idee. Ich hoffe natürlich, dass es denn nicht so überlaufen ist, wie zum Beispiel jetzt auf, wie jetzt bei der Gamescom oder sowas, ne? Da müsste man mal gucken, ob man sich da mal einfindet. Müsste mir auch erstmal gucken, wie teuer da Karten sind, wie man da am besten hinkommt und, ja. Weil wir in Berlin haben ja leider solche Messen nicht mehr. Das wurde uns ja alles weggenommen. Ein bisschen zu weit. Aber das klappt schon. So, links entriegeln. Lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Und ihr seht, es regnet immer mehr. Ja, also, dass es da vielleicht so in der Richtung geht, zu den Simulator-Tagen. Gamescom, es war letztes Jahr einfach so unglaublich voll. Es war so unglaublich voll, dass du kaum noch... Also, wir waren ja hauptsächlich ja da wegen den Landwirtschaftssimulator. Und sogar der war einfach massiv überfüllt gewesen, dieser Stand. Sodass du da gar nicht großartig da irgendwie... Ja,
Zeit damit verbringen konntest. Ja, und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn du denn da bist. Der Eintritt ist nicht gerade günstig, auch die Hinfahrt ist nicht gerade kostengünstig, wenn du aus Berlin kommst. Ich aber eigentlich so dieses Ganze drumherum eigentlich toll fand. Ja, so du da auf einer Messe mit, weiß ich, Tausenden von anderen Leuten, ja, die sich dafür eventuell selbst auch begeistern, halt. Guckt man natürlich ja auch auf andere Spiele. Ja. Warten Sie bis 19.16 Uhr. Also wie gesagt, so an sich fand ich das schon ganz cool. Deswegen, ja, würde ich das vielleicht mal mir auf jeden Fall mal die andere Messe anschauen wollen, ja. Und ich weiß ja nicht, war jemand von euch schon mal auf der Messe? Bei den Simulator-Tagen? Dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich das lohnt oder nicht. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war ja Lotus da gewesen. Da konnte man ja Lotus halt antesten, sogar mit Virtual Reality. Ziemlich cool. Links verriegeln. So. Und damit können wir weiterfahren. Ja, also wie gesagt, da könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr schon mal da wart und ob sich das lohnt halt, ne? Ob sich das lohnt. So, 100% jetzt. Wir dürfen gleich 90. Schön. Ach nee, 90 kommt jetzt, genau. Also wenn wir jetzt nur bis 90 beschleunigen, dann lassen wir es gut sein. Ja, also wisst ihr soweit jetzt erstmal so Bescheid, was jetzt auf jeden Fall die Gamescom so angeht. Ja, also von mir ist da persönlich jetzt nichts mehr geplant. Erstmal, also dieses Jahr denke ich mal, wird es auch wahrscheinlich, vielleicht nächstes Jahr, müssen wir mal gucken. Von daher, ja, lassen wir uns mal überraschen, was uns dieses Jahr sowieso noch so bringt hier auf ÖPNV-Simulationen. Ich meine, wir haben schon mal einen sehr, sehr, sehr geilen Start hingelegt. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, das jetzt natürlich auch beizubehalten, dass wir hier weiterhin natürlich stark präsent sind. Ne? Dass wir hier auch weiterhin Lotus-Videos hier am Stück drehen, ja, wenn es da natürlich irgendwas gibt. Es ist halt wirklich schwer, weil ich würde euch gerne mehr zeigen von Lotus, aber ja, wenn nichts da ist, ist nichts da, ne? Dann kann ich euch halt in dem Punkt auch nichts zeigen. Ich weiß, dass es wirklich, wirklich ärgerlich ist, ne? Viele sind natürlich nur wegen Lotus jetzt zum Beispiel hier. Aber ich hoffe, dass die Leute dann halt nicht irgendwann mal gehen, weil dann halt nichts von Lotus kommt und die denken, ja, der macht keine Lotus-Videos mehr. Das will ich halt nicht, ja. Das würde mich auf jeden Fall sehr kränkeln, wenn das so ist. Aber ich will jetzt halt auch eine Strecke, die wir schon 20 Mal gesehen haben, jetzt nicht noch ein 21. Mal zeigen, nur damit ich hier halt euch hier diese Lotus-Videos zum Beispiel präsentiere, ne? Also finde ich persönlich jetzt auch nicht mehr so lustig, ne? So, da kommt noch der nächste Bahnhof. Nehmen wir jetzt natürlich wieder gekonnt hier anhalten. Hier haben wir uns der letzten Aufgabe beschäftigt, ne, mit der Baureihe 155 mussten wir ja hier abstellen. So. Ja. Uhr. Ach, wir haben ja echt viel Zeit hier. Was ist los?
So, links entriegeln. Das sah ein bisschen knapp aus, aber nö, perfekt, stehen wir hier. Das hat wohl gesessen. So, Berichte über sich verschlimmenden Zustände sind eingelangt. Im Falle einer Störung, ja. Wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir mehr wissen. Machen Sie vorerst normal weiter. So ist die Funkdurchsage, die wir gerade bekommen haben. Dann werden wir das mal auch so tun. Und es regnet und regnet und regnet und keine Pfütze liegt. Ja. Yeah. So, bis 1921 hätten wir eigentlich da sein müssen. Das heißt, also wir müssen jetzt hier eine kleine Pause hier einlegen. Das ist zum Beispiel, bei Bus sind die Linien in der Regel halt nie so lang. Ja, also da fährst du dann deine halbe Stunde und dann bist du fertig. Ja, das ist beim Train Simulator, kannst du das echt knicken. Und ich habe mich damals, ich weiß noch, hundertprozentig beschwert, so boah, da kannst du ja nie wirklich lange fahren oder sowas. Da hast du dann deine kleine Aufgabe, da machst du in 10 Minuten ist fertig. Nee, wie gesagt, hier sind wir ordentlich bei 60 Minuten dabei. Ich meine, klar, jetzt muss man natürlich noch die Standzeit mitrechnen, sind wir hier bei 45 Minuten eventuell, wie wir jetzt hier fahren würden. Ja, aber so muss ich, ja, so ist okay eigentlich, ja. Also so 60 Minuten kann man mal nehmen, kannst du aber auch nicht täglich machen halt, ne. Das ist natürlich auch eine Zeit des Aufnehmens. Ob du jetzt halt nun in einer Stunde zwei, drei Folgen aufnimmst, so eine halbe Stunde, 20 Minuten oder sowas, oder halt eine Folge aufnimmst, das ist schon ein Riesenunterschied halt, ja. Und so musst du natürlich das immer perfekt planen, wie du das Ganze natürlich so eintaktest. Auch ist mir das zuletzt aufgefallen bei Zusi, ja. Bei Zusi hatte ich mich auch beschwert gehabt, dass man ja da nie volle Linien, also so volle Streckenlängen fährst, halt wie damals beim Pro-Train oder sowas, da fährst du ja halt wirklich von A nach B halt durch, ja. Hast du das Ganze ja... Ja, das hast du ja nicht. Das hast du weder hier beim Transim World, noch hast du das bei Zusi. Aber trotzdem bist du hier gefühlt deine halbe Stunde, Stunde immer unterwegs, ja. Tja. Genau, also das ist dann halt, das fällt mir mal erst so im Nachhinein auf. Und ich meine ganz ehrlich, Zusi, das wird ein richtiger Knüppel. Also ich werde wahrscheinlich, habe ich schon in Let's Play gesagt, falls ihr das Let's Play nicht gesehen habt, also das erste Video, das Tutorial nicht gesehen habt, ja, wo ich natürlich gleich immer wieder versagt habe, ich werde da wahrscheinlich so aufs, ja, hübsch formuliert mal richtig den Arsch voll bekommen. Ja, also, es ist böse. Aber ich kann natürlich verstehen, ja, dass Leute das toll finden, ja, das zu sehen. Weil ich denke mal, wenn du das wirklich beherrschst, dann kannst du dich wahrscheinlich schon echt in eine Lokomotive setzen, ja, und kannst dann selbst fahren. Ja, und dann ist natürlich schon ein cooles Gefühl, ja, wenn du dann halt weißt, was du machst und alles sowas, ne. Ja. Das ist natürlich, aber nur wenn du halt dich mit diesen ganzen Thematiken halt auseinandersetzt. Ich habe auch gelesen, fand ich auch natürlich sehr cool. Man soll sich halt wirklich so diese Fahrtenbücher und Signalbücher, soll man sich schon wirklich bereitlegen, damit man halt das sich wirklich alles ja, parat hat, wenn man da irgendwas braucht. Aber jetzt ist halt das Witzige, ja, wenn du an einem Signal vorbeifährst und du hast das Signal jetzt gesehen, kannst es aber nicht hundertprozentig einordnen. Jetzt kannst du nicht einfach wie bei Zusi auf Pause drücken oder sowas und dann kannst du erstmal nachschlagen, was ist, sondern du hast in dem Moment hast du 1 Kilometer Zeit, um rauszufinden, ja, was bedeutet denn dieses Signal jetzt? Schwer. Ich denke mal, das sind so diese Sachen, die ich wahrscheinlich, die mich persönlich wahrscheinlich richtig zum Austicken bringen werden, ja. Aber ich bleib positiv, schau mir das Ganze natürlich an. Und hoffe natürlich, dass ich doch nicht ganz so schlecht abschneide, wie ich das wahrscheinlich vermute. Aber ich gehe mal schon davon aus und ja, lassen wir uns ja, halt überraschen. Ne? So, Altena ist der nächste Bahnhof, an dem wir halten werden.
Wollen wir gleich hier unsere 80 Fahrt. Also, falls mich nochmal irgendwer fragen sollte, kann man Trains in the World empfehlen? Definitiv ja. Also nur, wenn man jetzt allein von der Optik her geht, ne? Sonst zu sie, ne? Ganz klar. Und wenn man es jetzt professional machen möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also nachdem ich das letzte Mal ja jetzt wieder mal Susi praktisch mir wieder in Erinnerung geholt habe, mir das Ganze nochmal angeschaut, ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm sah Susi jetzt aber auch nicht aus. Kann, wie gesagt, halt nicht bedurft der Games mithalten, was so in puncto Optik angeht, aber so schlecht sieht es halt wirklich nicht aus. Es erinnert mich wirklich so vom Grafikstil her sehr stark an Omsi, ja, also das ist mir halt aufgefallen. Dass mich das bisschen an Omsi erinnert hat. So, machen wir erstmal so. Machen wir hier ein Bildchen wieder mal für YouTube. Wohl brauchen. Ich glaube, ich habe auch letztes Mal es geschafft, dass ich hier die Strecke zum Abstürzen bringe. Da wollte halt, bin versehentlich über ein rotes Signal rüber geschossen, weil ich mal wieder nicht warten wollte. Und du kannst ja hier, ist das Schöne, Trains in the World macht immer so automatische Checkpoints, ja, dass du dann halt, falls du mal über ein rotes Signal gefahren bist, ja, macht er so ein Quick Save. Dass du da halt an der Stelle dann halt wieder rein spawnen kannst. Also spawnen, neu eingegleist wirst, ja. Genau an dem Ausgangsposition, wie du halt davor halt warst. Und bin dann aber richtig dann in den Bahnhof eingefahren, aber da wollte ich die Aufgabe nicht mehr abschließen. Na, das ist mir noch so ein kleiner Bug halt nochmal unterlaufen. Ich hoffe, dass wenn wir es jetzt machen, machen wir es jetzt richtig, ja. Also, dass das jetzt auch passt und dann sollte das auch funktionuckeln. Was ich zum Beispiel auch an Susi spannend finde, ich weiß, ich wechsle hier ganz schön die Themen hier so immer von A nach B, aber man muss ja natürlich eine Stunde rumkriegen hier mit dem Quatschen, ne? Also wundert euch nicht, warum ich das hier manchmal mal so, ne? Susi ist ziemlich cool gemacht eigentlich, auch schon alleine in der Demo-Version ist mir das aufgefallen, sind diese ganzen... Es fährt sich wirklich jedes Mal anders. Du hast zwar immer die gleiche Lok und du hast halt immer auch die gleiche Strecke, aber die Signale sind halt wirklich immer anders. Und das finde ich eigentlich, das ist eine relativ coole Sache. Ist jetzt ja hier, in diesem Fall ist es jetzt nicht. Ich weiß, da kommt nachher ein rotes Signal, an dem müssen wir auch halten. Ja, und wir werden auch auf dem Nachbargleis fahren. Da kriegen wir die Order halt, weil ein umgestürzter Baum zum Beispiel noch da liegt. Ja. Also ich meine... Wahrscheinlich werdet ihr diese Aufgabe schon kennen und da ist jetzt nichts groß mit Spoiler oder sowas. Und da kommt daher auf jeden Fall ein rotes Signal. Das kannst du in Susi nicht voraussagen. Das kann in Susi echt ganz anders sein. Ja? In Susi denkst du dir so, ah, jetzt geil, jetzt hast du dich eingespielt. Ja, jetzt nimmst du schön die Aufnahme, machst du hier auf. Ja? Weißt ja, wie die Signale alle sind, ja? Ohne dich zu blamieren. Ja, da hast du die Rechnung nicht mit Susi gemacht. Susi, ach nö, heute gibt's mal eine Signalstörung da und da. Geil. Aber das ist halt, finde ich ziemlich cool. Oh. Wir haben eine neue Belohnung erhalten. Schön. So, das ist schon Athena, wa? Ja, ich glaube, wir haben ja 19.30 Uhr. So, und dann haben wir den Bahnhof Altena erreicht. So, links entriegeln. Und schon lassen wir sie wieder einsteigen, die Damen und Herren.
Und jetzt hätten wir es ankommen müssen. Ja. Trotz Unwetter sind wir trotzdem pünktlich. So muss es sein. So läuft das ganz gut. Aber das ist halt wirklich echt ein Unterschied. Ja, es gibt so Strecken, ja, da hast du permanent Verspätung drin. Da kriegst du gefühlt die Verspätung auch echt nicht raus. Ja, egal, ob du jetzt eine Punktlandung machst oder nicht. Und dann gibt es halt Strecken, da hast du so unglaublich viel Zeit, ja. Und weißt halt nicht, wo du eigentlich die Zeit investieren sollst. Das ist dann natürlich immer ein bisschen schade. Auch ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen, ich weiß ja, der ein oder andere weiß natürlich, dass ich hier ja so mich so ein bisschen mit Objektbau jetzt so auseinandersetze, da ein bisschen rumtüftel und rumdoktore. Habe ich jetzt auch mal wieder angefangen, selbst mal wieder für mich alleine mal wieder ein paar Spiele zu zocken. Ob es jetzt nur auf dem PC ist, auf der Konsole. Ja, habe ich jetzt endlich mal wieder geschafft, mal ein Spiel durchzuspielen. Wo viele gesagt haben, das ist absolut gigantisch, das muss man gespielt haben. Und ich dachte mir jetzt so, jetzt habe ich es durchgespielt, dachte mir so, so klasse fand ich das gar nicht. Aber in den Credits war ein so geiles Lied drin gewesen, das hat mir richtig gefallen. Also, da hat sich das Durchspielen dann doch schon wieder gelohnt, ja. Aber man merkt halt, man wird halt irgendwie, Ich meine, ich bin ja jetzt nur auch so ein bisschen Nostalgiker. Ich mag halt so die früheren Spiele lieber als die Spiele aus der heutigen Zeit, die jetzt hier so rauskommen. Hier sowas wie Days Gone oder, wie heißen die, Red Dead Redemption, GTA 5 oder was weiß ich, ja. Das alles nicht mehr, das gefällt mir alles nicht mehr. Auch mag ich diese Open-World-Spiele immer nicht. So denkst du auch manchmal so, boah, Alter, wirst du da schlagen schon mit tausenden von Stunden an Nebenquests, ja? Und da denkst du dir auch so warum? Ne? Warum? Und das stößt mich tatsächlich permanent immer ab, solche Spiele zu spielen. Ich bin so ein Mensch, ich komme aus früher, ja? Wer vielleicht noch so aus meiner Generation ist, ja, der wird noch wissen, so diese sogenannten Schlauchlevels, ja, so nennen die sich, ja, wo du halt wirklich nur einen Pfad hast, den du lang gehen konntest, links und rechts war, ist dann halt immer irgendwas passiert, ja, aber du hattest nur diesen einen Weg und wenn du dann irgendwann mal das Ende erreicht hast, war das Spiel auch zu Ende. Nein, heute nicht mehr, heute gibt es ja noch DLCs oder sonstiges, ja, um das Ganze natürlich noch dementsprechend so dermaßen lang auszulutschen, dass das Ganze halt wirklich echt keinen Spaß mehr macht. Und naja, auf jeden Fall habe ich das Spiel jetzt durchgespielt und dachte mir so, das ist mal ein Spiel, das hat ein richtiges Ende. Das Spiel hat ein richtiges Ende, da kann kein DLC mehr kommen. Denn sie machen einen Prolog oder sowas davon noch. Ja, das könnte man sich natürlich heute in der Industrie natürlich noch vorstellen, dass man das machen könnte. Aber so an sich muss ich sagen, ich habe einen Anfang, ich habe ein Ende, ich habe das Spiel durchgespielt. Und das ist schon, ja, schon eine ganze Weile her, ja. Und ich persönlich, jetzt dadurch, dass ich jetzt natürlich schon sehr gerne zocke, ja, ob es jetzt nur auf Konsole ist halt oder auf dem PC, nutze meine Nintendo Switch eigentlich sehr, sehr gerne. Also die Nintendo Switch, das ist eine Konsole, die hat sich für mich richtig gelohnt. Jetzt bin ich so ein Mensch, der jetzt halt nicht permanent immer zu Hause sitzt, ja. Ich habe natürlich, wie gesagt, ein Alter erreicht, ja, dass man sich auch mal, was anderes zum Beispiel macht, ja. Zum Beispiel im Garten fährt oder sowas, ja, mit Tochter und Co. So, und jetzt hast du halt natürlich nicht die Konsole unterm Arm und gib ihm, ja. Dann kannst du im Garten zocken oder sowas. Ist nicht, ja. Und die Switch, die packst du einfach ein in deine Tasche und dann zockst du einfach, was ich... Ob du jetzt beim Arzt bist, ob du gerade bei der Pause bist, auf Arbeit oder ob du jetzt halt wirklich im Garten bist. Du kannst diese Konsole überall mitnehmen und kannst deine Spiele, die du sonst zu Hause nur auf Konsole gespielt hast, kannst du jetzt halt unterwegs spielen. Das ist großartig. Jetzt warte ich nur noch, dass Steam irgendwann mal seinen eigenen Handheld rausbringt, dass ich meine ganzen 1200 Spiele dann spielen kann. Geil. Das wäre natürlich richtig, richtig Luxus. Aber wie will man das zum Beispiel umsetzen? Das ist natürlich die andere Frage. Ja. Aber wie gesagt, die Nintendo Switch, jetzt soll ja dieses Jahr eventuell auf der E3 vielleicht ja zwei neue
Ableger von der Nintendo Switch eventuell kommen. Es wird halt gemunkelt, dass es halt nochmal eine richtige Pro Edition geben wird, die halt wirklich nur stationär ist, und dann gibt es einmal so ein Handheld für unterwegs halt, ne? Da muss ich mir echt überlegen, ob ich mir da nochmal mich bei dem Handheld nochmal umschaue. Weil ich fand an sich, wie gesagt, dass du jetzt halt wirklich die großen Spiele, die du sonst halt wirklich nur auf Konsole spielen kannst oder auf dem PC halt, dass du die halt auch einfach unterwegs spielen kannst. Also, da kann mir einer sagen, was er will, ja, auch wenn die Grafik halt nicht so gigantisch ist auf der Nintendo, ja, aber da muss man natürlich dann die Abstriche machen, dass es halt auch kein 4K unterstützt und sowas. Vielleicht macht das nachher die Pro-Version, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Aber dass du halt deine Spiele, die hochwertigen AAA-Spiele, unterwegs zocken kannst, das kann keine andere Konsole. Und das kannst du mir, ja, glauben, das ist halt einfach so. Das kann keine andere Konsole. Und ich denke mal, deswegen bin ich auch ein großer Fan eigentlich von Nintendo's neuer Konsole. Ich meine, ich war jetzt von der Wii U jetzt nicht überzeugt. Um Gottes Willen war ich davon überhaupt nicht überzeugt. Ich fand das einfach so albern mit dem Tablet da und alles sowas, ja. Ich war jetzt nicht überzeugt gewesen von der Wii, ja, also die, obwohl die Wii eine der bestverkauftesten Konsolen ist, ja, whatever, war es einfach nicht meine Konsole gewesen. Sich beim Spielen zu bewegen, fand ich irgendwie blöd. Ich bewege mich doch so schon den ganzen Tag, dann will ich auch beim Zocken meine Ruhe haben, ja, und sitzen bleiben. Nein, und wie gesagt, also die letzte Konsole, die mich halt wirklich, wirklich imponiert hat, war damals die Nintendo GameCube. Die war noch relativ cool gewesen. Wo ich damit auch kaum noch Zeit verbracht habe, weil da war ich dann schon auf dem Trip der PlayStation. Also war meine letzte richtige Konsole von Nintendo damals noch die Super Nintendo gewesen. Das war so meine letzte richtige stationäre Konsole von Nintendo, die ich auch wirklich gefeiert habe, die ich auch wirklich bis ins Unendliche gespielt habe. Ah, und jetzt ist es halt die Nintendo Switch seit vielen, vielen Generationen. Und ich muss sagen, wenn man wirklich Abstriche macht, was so ein Punkt Grafik ist, hast du eine richtig geile Konsole. Wenn ich irgendwie Hardcore Spiele spielen will, dann nutze ich meinen Rechner dafür, weißt du? Da nicht mal eine Playse kommt an die Grafikqualität von einem PC ran. Ja? Das Ganze noch in 4K oder sowas schafft keine Konsole. Was natürlich auch dementsprechend halt so aussieht. Ne? Und wenn du das halt wirklich hast, diese Möglichkeit, dass du halt wirklich diese Spiele auf einer anderen Ebene halt irgendwo in hübsch spielen kannst, ja. Und die dann halt noch zusätzlich halt diese Konsole besorgst, dass du dann halt ja, die Spiele dann zum Beispiel unterwegs zocken kannst. Ich glaube, dann bist du echt gut ausgestattet. Dann bist du wirklich gut ausgestattet. So, unser nächster halt Verdol. Ist im Anflug. Um 19:40 Uhr soll man da sein. Sieht ganz gut aus. So, einmal links entriegeln, bitte. So, jetzt kommen wir bestimmt eine neue Durchsage. So, es wurde uns mitgeteilt, dass der Sturm für Trümmer auf der weiteren Strecke gesorgt hat. Um Störungen auf der Strecke zu minimieren, werden Sie auf einer anderen Strecke umgeleitet. Vergessen Sie nicht, dass Sie nur 70 km/h fahren dürfen. So. Jawohl, Meister. Den lassen wir jetzt erstmal die Fahrgäste einsteigen, ne? Weil bei so einem Regen möchte man sich natürlich nicht draußen stehen lassen. Ne? Das ist ein richtiges schönes Unwetter. So. Hohohohoho.
Ja, jetzt kommen ja dann für Nintendo Switch auch so die ein oder anderen Simulatoren mittlerweile raus. Ja, das sind so Simulatoren, die schon vor gefühlt 20 Jahren mal erschienen sind, aber mit einem Preis von 39,99 €. Ja, aber das sind meine altbekannten UIG-Leute. Ja, die feiere ich ja so. Ja, das sind so eine Abzocker ohnegleichen. Ja, das ist so wirklich so richtig so Abgrund. Ja. Also ich habe ja nun schon so ein paar Abneigungen, ne, gegen Publisher, Entwickler, gegen bestimmte YouTuber halt, ne? Aber wer hat die nicht, ja? Also da muss man natürlich ein bisschen fair sein, dass man da sagt, so natürlich, ja, es gibt so den einen oder anderen YouTuber, den kann ich absolut auf Teufel komm raus echt nicht ab. Ja, das ist jetzt aber nicht geschuldet, weil er jetzt vielleicht berühmter ist als ich oder, sondern es sind halt immer so einzelne Sachen, die mir halt immer persönlich so auffallen, so, ne? Ich mir immer so denke, so, boah, Alter, wirklich, ist der Ernst jetzt? Ja, aber andere werden wahrscheinlich auch so über mich denken, aber das ist okay, ne? Das ist halt Konkurrenz, na? Und wie sagt man immer so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Dass man da echt sagen kann, ja, das ist dann halt so, ne? Auch habe ich jetzt letztens, kann ich ja mal ansprechen, auch wenn wir das Spiel gar nicht hier auf dem Kanal hatten oder sowas, uns hat, war das Urban Games? Ich weiß gar nicht, die das waren jetzt. Auf jeden Fall haben wir eine E-Mail bekommen, dass Transport Fever 2 angekündigt wurde. Jetzt zum Ende des Jahres soll das erscheinen. Ja. Bin mal gespannt. So, jetzt sind wir hier 50 fahren müssen. Alles klar. Und normalerweise wären wir jetzt weg vom Fenster. Aber weil hier irgendwie was mit den Signalen nicht hinhaut, ja, kann uns das wurscht sein. So, okay, jetzt können wir wieder 70 fahren. Oder auch nicht, weil wir erstmal den Schub wegnehmen müssen und jetzt den Schub wieder geben, oder? Was ist los hier? So. Und rum. Jetzt dümpeln wir hier so ein bisschen gerade rum hier, aus irgendeinem Grund. Jetzt haben wir natürlich zu stark abgebremst. Gefühl kriege ich keine Spannung gerade. Nö. Ja, dann haben wir ja schönen Salat jetzt hier. Bleiben wir auch noch stecken hier. Wir rollen jetzt hier spektakulären 20 km/h jetzt hier in unser Ziel rein. Das gibt's jetzt nicht. So, jetzt finde ich es gerade ein bisschen blöd gerade. Was ist hier los? Bremse fahren, elektrische Bremse lösen. Warum auch immer er jetzt die Bremse nicht gelöst hat. Habe ich jetzt gefühlt 20 Mal aufgedrückt gehabt auf die Bremse? Ja. Tja, manchmal muss man wirklich mal im Cockpit sitzen, um zu sehen, was los ist. Dann wenigstens haben wir das mal rausgefunden. Es wäre jetzt natürlich ärgerlich gewesen, wenn das passieren jetzt alles. Vorbei wäre, vorbei, ja. So, und jetzt gibt's Speed hier, 70.
uns jetzt wertvolle Zeit gekostet hier. Wertvolle Zeit. So, jetzt haben wir natürlich wieder hier, natürlich. Nicht so schnell. Ja, aber es ist doch ein schönes Sauwetter, oder? Das ist noch ein richtig schönes Sauwetter. Übrigens, hatte ich ja angedacht gehabt, mal so ein bisschen längere Zeitraum mal, oder, ja, andersrum. Ich hatte ja irgendwo ursprünglich mal gesagt gehabt, dass ich ja noch nicht weiß, wie die nächste Leitstellenfahrt aussehen wird hier auf dem Kanal, ob es überhaupt eine geben wird oder wie auch immer. Ich bin noch mal so in mich gegangen und habe mir auf jeden Fall schon gedacht, wir machen natürlich weiterhin eine Leitstellenfahrt. Es macht ja schon Spaß. Und jetzt ging es natürlich darum, welche Linien. Ich habe jetzt die drei Linien, also die drei Strecken mir ausgesucht. Davon sind zwei Payvers, ja, und eins ist ein Freeware, die allerdings Payware benötigt, damit man die Strecke halt spielen kann. Und da könnt ihr ja in den nächsten Tagen mal vorbeischauen. Das Video wird dann hier wahrscheinlich veröffentlicht. Kommt jetzt allerdings wahrscheinlich noch nicht an diesem Wochenende, vielleicht das Wochenende danach. Ja, also müssen wir mal gucken. Da ist es aber auch schon wieder so, dass ich noch nicht so hundertprozentig weiß, denn ja, meine Frau ist ja nun mal schon hochschwanger, kann man sagen. Ja, wir erwarten eigentlich in der nächsten Zeit das Kind. Und da kann ich natürlich hier einiges wieder verändern. Ne? Es kann alles wieder umgeworfen werden. Deswegen muss man jetzt so gucken. Jetzt, so das letzte Wochenende, war es jetzt ein bisschen schwer gewesen, weil ich halt arbeiten musste durch die tollen Wahlen, die wir hier hatten. Ja, absolut traumhaft. Ich glaube, hier müssen wir nur über einen Ort gehen, genau. Da müssen wir aktuell nichts beachten. So, hier steht der Kollege. Und da haben wir den umgestürzten Baum. So, Plettenberg. Nächster Halt. Sure. Und auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich da drei Strecken schon rausgesucht. Schaut euch an. Stimmt mit ab, wenn ihr mitfahren wollt bei der Leitstellenfahrt. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei seid. Und vielleicht ist ja eure Strecke dabei, die ihr gerne mal fahren möchtet in der Leitstellenfahrt. Ich weiß, wie gesagt, auch noch nicht hundertprozentig, ob sie halt dafür geeignet sind. Also sie bieten alle ein paar Linien, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also von daher sollte eigentlich alles ja passen. Und ja, einfach sagen, dass wir uns da überraschen, wie die Abstimmung denn erfolgt. Deswegen kommt das Video jetzt schon demnächst, jetzt die Tage. Vielleicht kam es schon, ich weiß noch nicht so hundertprozentig. Aber es kommt auf jeden Fall ein Video dazu und dann, ja, wie gesagt, fleißig mit voten. So, wir haben schon gar keine Uhrzeit mehr. Das ist auch ganz witzig. So, wir hatten, wenn er jetzt darauf geachtet hatte, ein gelbes Signal. Das heißt, das nächste Signal könnte rot bedeuten. Muss aber nicht, könnte. Deswegen fahren wir mal ein bisschen langsamer jetzt hier ran, denn da kommt ja ein rotes Signal. Jetzt sieht es aber so aus, als ob das hinter dem Bahnhof ist. Aber ich glaube, das ist unseres, ne? Genau. Wir haben ein rotes Signal. So, das ist unmittelbar davor. Ah, okay, verstehe. Okay.
Somit haben wir die Zielvorgabe auch erfüllt. So, der Sturm wütet immer noch und weitere Berichte über Trümmer auf der Strecke treffen ein. Um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten, werden wir alle Fahrten in Plettenberg einstellen. Sie werden dort auf Bahnsteig 3 geleitet. So, also Plettenberg ist unsere Endhaltestelle, ihr Lieben. Da endet unsere Fahrt. Allerdings müssen wir noch auf unser Signal warten, dass das jetzt hier weitergeht. Aktuell ist es ja rot. Ja, und somit haben wir doch, eigentlich ganz gut gemeistert. Und ich sehe gerade, ich habe die nicht mal beleuchtet hier. Die saßen die ganze Zeit im Dunkeln. Die muss auch gedacht haben, was ist das für ein Spinner da vorne? Fahrplanlicht. Wo haben wir das hier? Wagenbeleuchtung, ne? Nö. Nö. Keine Ahnung. Alle Türen verriegelt, das passt. Ist hier irgendeine Taste, die wir hier drücken können? Nö, 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 nö. Was war das? Das war's nicht. Bremsschlüssel? Nee, nee. Fahrgasttüren öffnen. Notbremse? Nee, das muss ja hier sein. Haben die doch Licht an? Nee, oder? Sieht irgendwie so dunkel aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dürfen wir weiterfahren. So. Ja, also endet unsere Fahrt jetzt, wie gesagt, hier in Plettenberg. Und dann, tja, war es ja wirklich fast eine Stunde. Ich hoffe, dass euch das echt nicht zu lang ist. Wie gesagt, ihr könnt die Videos ja pausieren, ne? Also, ihr werdet jetzt natürlich nicht gezwungen, das Ganze jetzt hier euch komplett euch anzuschauen. Pausiert das Ganze, wenn ihr das nächste Mal auf YouTube seid. Entweder springt ihr einfach dahin. Manchmal speichert YouTube sogar die Position, wo ihr das beendet habt. Und dann könnt ihr das Ganze von da gleich weiterschauen. Und ich finde es aber so tatsächlich besser, dass wir das Ganze hier so abschließen, als wenn ich das Ganze so in vollen Stücke. Das habe ich damals halt, wie gesagt, auf Microhazard TV gemacht. Und ich persönlich finde es blöd, sowas. Ja? Ich gucke mir ja nun auch gerne mal so eine Zugsimulation an, gerade von einer interessanten Lok zum Beispiel, die mich interessiert. Und da könnte ich immer abkotzen, ja, wenn die dann diese Folgen da stückeln. Aber das ist ja nun mal, jeder macht es halt anders. Aber, und ich mag das halt tatsächlich, dass ich das so lieber mag. Möchte ich das halt dementsprechend auch so gerne umsetzen. Ja? Also nicht wundern, das ist nicht, wie gesagt, böse gemeint oder sowas. Oder ich will euch auch nicht ärgern. Aber tatsächlich finde ich es so halt besser, weil so kann ich wirklich sicher gehen, dass wir die Fahrt beendet haben. Ja? Dass da jetzt nicht irgendwelche Folgen zum Beispiel fehlen oder YouTube sie versehentlich zerstört hat, kaputt gemacht hat oder sowas. Das kann ja alles mal passieren, ne? Dass ein Server da mal abcrasht oder sowas. Und dementsprechend halt irgendeine Folge kaputt ist. Ich meine, so passiert es halt, dass eine komplette Folge gelöscht wird. Ja, aber gut, eine Folge kann man dann halt zusammen aufnehmen. So muss ich sie dann so oder so löschen, weißt du? Also von daher lieber komplett, dann könnt ihr euch das angucken, wenn ihr Zeit habt. Wenn nicht, dann beim nächsten Mal speichert da, wie gesagt, das Ganze. Und dann klappt das schon. So, links entriegeln. Damit lassen wir die Fahrgäste aussteigen. Wir sind in Plettenberg. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund von starkem Unwetter endet der Zug hier in Plettenberg. Bitte suchen Sie sich ein Hotel. Die Deutsche Bahn übernimmt das.
Bestimmt nicht. Wer übernimmt jetzt in so einem Falle eigentlich? Das wäre ja auch mal spannend. Also irgendwann wird ja der Regen aufhören. Dann wird natürlich die Deutsche Bahn dann wahrscheinlich wieder weiterfahren. Aber so jetzt? Das muss ja ein Ausfallkosten sein. Meine Güte. Ich meine, es gibt auch Leute, die arbeiten spät. Ja, und die dann nicht weiterkommen. Ja klar, die rufen ja halt beim Arbeitgeber an und sagen, pass auf, ja, aufgrund des Wetters fährt nichts mehr. Ne? Also, Betrieb eingestellt, können sie nicht machen. Das ist wie beim Streik halt. Ne? Naja. Ja, aber sonst hoffe ich natürlich, dass euch die Fahrt gefallen hat hier in Hagensiegen. Also das ist, wie gesagt, ein sehr schönes Add-on. Kann man sich auch wirklich mal anschauen. Wie gesagt, Kostenpunkt liegt hier bei 29,99 Euro, glaube, so in dem Dreh. Jetzt gab es aber auch die Tage ein Sale von Dovetail Games halt. Da konnte man dementsprechend halt. So, der Zug ist fürs Erste sicher und hoffentlich stimmt es nicht mehr lange. Und konnte man natürlich so einzelne Addons natürlich günstiger erwerben, auch für den Transim World halt, ne? Stellen Sie den Richtungswender auf neutral. Steigen Sie aus dem Zug, um die Aufgabe zu erfüllen. So, also um die Aufgabe abzuschließen dementsprechend. Zip und die Tür wieder zu. Tür zu. Sehr schön. Und dann schließen wir die Aufgabe ab. Und hiermit verabschiede ich mich. Ihr Lieben, wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Natürlich mit Trainsim World, Train Simulator, Lotus, Omsi und natürlich Susi. Würde ich mich freuen, wenn wir uns in dem nächsten Video hier wiedersehen. Verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.